Weiter geht's bei uns im Café der Teestudio und viele der Zuschauerinnen und Zuschauer in Baden-Württemberg könnten jetzt die Augen zumachen und hätten das Gefühl, sie wären bei SWR1 Pfennle. Denn wir haben heute Ewald Braun bei uns, den Pfennle-Koch schlechthin, immer wieder mit meiner lieben Kollegin Petra Klein unterwegs, um aus dem Pfennle tolle Sachen zu zaubern. Schön, dass du heute bei uns bist und du hast so ein bisschen, ja, orientalisches Schwabenland auf dem Teller nachher, oder? Genau, das Motto lautet ja Ländle meets Orient. Okay. Und deswegen machen wir jetzt eine Shakshuka, ja, mit Maultaschen. Das ist ja was bei dir im Kopf entstanden ist. Das ist im Team entstanden, ja. Ich habe es nur ein bisschen, ja, raffiniert verfeinert. Hat es denn dann auch so geschmeckt, wie du es dir vorgestellt hast? Es schmeckt immer ein bisschen anders, kommt auf mein, ja, auf meine Stimmung drauf an. Okay, deine Stimmung ist bestens, habe ich das Gefühl. Genau. Dann lass uns loslegen. Okay, das Wichtigste für die Shakshuka ist natürlich die Basis erstmal und das heißt die Soße. Das ist so ein Tomatenragout, ne? Ja, die Shakshuka ist nichts anderes wie versunkene Eier im Tomatenragout. Mm. Mit Maultaschen bei uns, ganz kurz. Topf ist schon mal vorgeheizt, die Zwiebeln sind schon vorgeschnitten. Was käme denn bei der Shakshuka dann dazu statt Maultäschle? Im Original ist das dann Reis, oder? Nee, du kannst alles Mögliche dazugeben. Du kannst Hirtenkäse dazugeben oder auch nur Gemüse. Ja. Und ich möchte doch einen kleinen Trick zeigen, Martin. Gerne. Wie man nämlich beim Zwiebelschneiden nicht weinen muss, weil der Topf muss ein bisschen vorheizen. Ich kenne Taucherbrille. Taucherbrille wäre eine Möglichkeit. Luft anhalten. Wir gehen ins Wasser. Ich habe hier ein fast scharfes Messer und ich gehe rein wie beim Sushi-Schneiden, lasse das Wasser ablaufen. Und dann nehme ich hier die Zwiebel mit der Wurzel nach vorne. Und durch das Wasser gleitet die Schneide wunderbar durch die Zwiebel. Ja. Und das bedeutet. Können wir mal die Augen groß machen von unserem Koch gerade? Ich will sehen, dass er nicht weint. So, jetzt konzentriere ich mich auf die Zwiebel, damit es schneller geht. Feinhacken und dann gleich hier. Noch mit dazu. Tränenfrei mit dazu. Tatsächlich, ich sehe nicht den Hauch einer Träne. Cool, ich probiere es zu Hause aus, ich werde berichten. Okay, möchtest du ein bisschen Knoblauch dazu? Wäre mir ein großes Vergnügen. Ich hoffe, meine Gäste werden mir verzeihen. Also, ich schneide jetzt einfach. Aber bist du auch Knoblauch-Fan, oder? Ja, natürlich, natürlich. Am liebsten mag ich den Knoblauch, der noch so, ja, so ganz saftige Schalen hat. Also nicht so strohige Schalen, ja, sondern so ein ganz weiches Äußeres. Ja, jetzt muss ich gucken. Auch dazu. Und ich habe gehört, du magst es gerne scharf. Ich habe zumindest gerne eine gewisse Schärfe. Es muss jetzt nicht ultrascharf sein. Ich habe irgendwann mal bei so einem Currywurst-Tasting so eine Teufels-Currywurst gegessen. Okay. Danach ging eine halbe Stunde nichts mehr. Warte ich ein bisschen. Jetzt kommt der Trick. Der ist meiner Meinung nach total wichtig für die heimische Shakshuka. Nämlich zuerst müssen wir Tomatenmark, ich sag tomatisieren, anrösten, ja, damit die, ich tue es mir raus, damit die rote Farbe ein bisschen zurückgeht, ja, und dass ich einen schönen Bratensatz rösten kann. Ja. Ja, das dauert normalerweise schon so 2-3 Minuten. Ich mache es jetzt etwas schneller. Also du würdest ja vielleicht dafür plädieren, einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen. Normalerweise ist es schon also SWR1 zum Beispiel anschalten oder SWR Fernsehen und dann nebenbei in der Küche. Wie lange, du machst ja das Pfennle jetzt schon seit 5 Jahren. Geht denn auch mal was schief bei euch? Ja, jetzt kriege ich gleich Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere. Ja, zum Beispiel in Schorndorf war so ein starker Sturm, dass es mir die Panierung hier vom Tisch geweht hat. Und das macht es natürlich dann besonders aufregend. Und jetzt, pass auf, Tomatenmark ist, sagen wir mal, Rostfarben. Jetzt, und jetzt kommt der Gruß, der Duft vom Orient, nämlich Ras el Hanout. Ja. Das ist, glaube ich, so die Spezialität von jedem einzelnen Koch. Der hat da so seine eigene Mischung. Ne? So ein Geheimnis von den Köchen. Bei mir ist ziemlich viel Kreuzkümmel drin. Es ist so für mich ein bisschen robust. So ein Aroma, Vordrängler. Dann ein bisschen Zimt rieche ich jetzt. Kannst mal hier rüber wählen, ein bisschen? Mach mal so einen kleinen Aufguss. Ah, kommt gut rüber. Ja, und dann ist normalerweise auch Chili mit drin. Das macht das Ganze scharf. Und jetzt gebe ich ein bisschen Gas, denn jetzt brauchen wir Tomaten. Ja, Tomaten. Nimmst du die aus der Dose, Glas oder doch gepflückt? Weißt du, jetzt haben wir gerade die Zeit von vollreifen Tomaten und auch Paprika. Jetzt würde ich normal schon frische nehmen. Ich habe hier Hälfte, Hälfte aus der Dose oder aus dem Glas. Und dann noch selbst eingemachte frische Tomaten vom Bodensee. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, da muss ja auch ein bisschen Heimat noch mit rein. Der Südwesten ist ja groß. Da muss Heimat und Liebe mit rein. Ja. Und das köchelt jetzt vor sich hin. Jetzt sind wir schon fast durch. Angenommen, das köchelt eine halbe Stunde. Ja. Man könnte auch mit Paprika, habe ich vorher schon erwähnt. Und da liebe ich halt die gehäuteten Paprika. Das kann ich nur vorbereiten. Also am liebsten den Spitzpaprika. Der lässt sich meiner Erfahrung nach besser häuten. Dann geht der bei
Umluftgrill für circa 15, 20 Minuten Vollgas in den Ofen und dann kommt es raus. Wo habe ich es vorbereitet? Hier? Ist schon drin. Schon drin. Dann kommt er nach 15 bis 20 Minuten fast schwarz raus, aber das ist Absicht. Und wenn ich jetzt ein nasses Tuch drauflege, da nicht. Ein bisschen warte, dass ich es anfassen kann. Ich fasse jetzt mal heiß an. Mach's nicht. Aber es hoffentlich gelingt es. Dann kann ich das normalerweise, jetzt gelingt es mir, wunderbar leicht abziehen. Ach, guck an. Und dann wird auch die Paprika wunderschön bekömmelig. Und die wird dann genauso klein geschnitten? Ja, das machst du einfach in Stücke oder in Würfelchen, wie du möchtest. Ja. Und da habe ich dann noch ein bisschen Raucharoma mit in der Fantastisch. Basis. So, jetzt sind wir auch schon fast. Wie ist das mit dem Maultischle, wenn du die machst? Machst du die gerne selber? Oder? Die mache ich am liebsten selber. Da fehlt ja meistens die Zeit. Weil entweder wird die Shakshuka in der Früh gegessen oder zum Abendessen, also wenn du von der Arbeit kommst. Und deswegen ist mein Tipp, darf auch mal vom Supermarkt eine Maultasche sein. Aber am liebsten doch die hausgemachten. Schau mal, die sind schon in schöne Scheiben geschnitten. In der Mitte lasse ich eine Kuhle fürs Ei. Guck mal, du machst. Zu Hause würde ich natürlich die große Form nehmen, ne? Sodass man quasi wie so einen Auflauf dann hat. Ne? Für 4 Personen, für 3 Personen, je nachdem, wie viel die daheim mitkochen. Und jetzt vorsichtig, dass ich meine Jacke nicht. Doch dafür hast du sie an. Das wäre mir das total peinlich, wenn ich mir jetzt noch Tomatensaft auf die Jacke gieße. Ja, du bist jetzt heute zum ersten Mal zu sehen beim Kochen, dann nicht nur im Hörfunk bei SWR1. Also, da habe ich mehr Narrenfreiheit, meinst du? Ja. Okay. Zumindest sieht keiner, aber es ist gelungen. Ja, doch, da. Na komm. Okay, Maultaschen liegen unten, Tomatensugo ist drin. Und jetzt kommen die Eier, da mein kleiner Trick. Alles klar. Ich werde erst hier in eine kleine Form geben, damit ich zur Not auch noch, hoppala. Und dann mache ich Folgendes. Ich gucke, ob eine Schale drin ist, das Ei geht in den Schöpflöffel und dann drücke ich so eine kleine Kuhle rein und ziehe den Löffel raus und dann versinken die Eierchen da drin. Du machst quasi gleichzeitig die Kuhle mit dem Suppenlöffel und lässt es dann in die entstandene Kuhle reingleiten. Einmal muss ich noch. Technik für Fortgeschrittene, echt. Für Liebhaber. Das sieht aber großartig aus. Ja, aber es muss ja am Ende, ist das Auge ja auf jeden Fall mit, ne? Der Ofen ist vorgeheizt. Ja. 180, 200 Grad, circa 15 Minuten, bis die Eier schön stocken. Und natürlich, Martin, habe ich was vorbereitet. Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, nachher wird es sonst ein bisschen zu eng. Guck mal, so sieht es nachher aus. Außerdem hat ja auch unser Tomatensugo nicht so lange köcheln können jetzt hier bei der Demonstration. Ach, guck mal. Heiß. Das geht jetzt nochmal mit den restlichen Maultäschchen in den Ofen. 5 Minuten, damit die auch noch durch sind. Petersilie drauf und dann. Das heißt, wir haben Maultäschle von unten und Maultäschle von oben. Und dann noch. Mit anderen Worten, das Schwabenland nimmt den Orient so ein bisschen gefangen. Ja, genau, von unten und von oben. Es sieht fantastisch aus. Kommen nachher noch ein paar Gewürze mit dazu? Ich werde es auch noch verfeinern. Du kriegst noch einen Salat mit einem speziellen Dressing dazu. Was ist das Besondere an dem Dressing? Feigensenf, Zitronenabrieb und Basilikum. Also du hast meine Neugier geweckt. Und ich freue mich sehr. Teil 1, grandios. Gleich geht's weiter. Und nachdem ich ja zu Beginn der Sendung 2-1 gegen dich verloren habe im Sacklochspiel, muss ich, glaube ich, jetzt ein bisschen Nachhilfe nehmen. Und wir haben ja Julia Fischler bei uns. Und mich führt der Weg jetzt zurück zu Eberhard Braun, der SWR1-Fennle-Koch. Und der alle 3 Buchstaben groß geschrieben. Chakchuka mit Maultäschle. Du kommst, das Ländle trifft den Orient. Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt, denn wir können jetzt servieren. Ah. Also du siehst, das Eiweiß ist gestockt und Eigelb dürfte noch wachsreich sein. Ich bin ein bisschen überrascht, das Ei ist so klein. Ja, wir haben es ja versenkt. Das heißt, nach unten hin macht es eine richtige Beule. Du siehst das nur das Köpfchen und der Bauch, der ist unten und schwimmt in der Tomatensauce. Pass auf, ich habe das Dressing schon mal vorbereitet, aber ich möchte es nachher noch erzählen. Das ist mein Lieblingsdressing. Aha. Ein Dressing, das meiner Meinung nach immer schmeckt, also zumindest mir. Aber ich werde dir jetzt zuerst servieren und dann erzähle ich dir, wie ich das gemacht habe. In aller Ruhe, in aller Ruhe. Und noch ein bisschen Deko, weil das Auge isst ja mit. Ja. Auch dann noch ein bisschen bei mir. Ah, fantastisch.
Ich habe richtig Hunger. Vielleicht in der Zwischenzeit, während du noch dekorierst. Wenn Sie sagen, Mensch, das möchte ich unbedingt mal ausprobieren, das Rezept nachlesen. Zum einen kaffee-oder-tee.de, unsere Homepage. Oder aber Sie gehen auf unsere wunderbare App. Und da heißt es dann einmal schwäbische Shakshuka anklicken. Und schon kommt das ganze Rezept zur Einkaufsliste hinzufügen. Das Rezept mit Freunden teilen, da ist richtig viel möglich. Sie können das Ganze auch kostenlos auf Ihr Smartphone runterladen. Und das lohnt sich auf jeden Fall. So, bitteschön. Du meinst, ich soll echt schon anfangen? Du kannst schon anfangen. Das gehört sich doch nicht. Und hier ist noch ein bisschen Dressing zum Nachträufeln. So, und jetzt verrate ich meine Geheimnisse. Ich bestehe drauf, weil das ist ja das Schöne bei Kaffee der Tee bei all unseren Köchen. Die verraten alle ihre Tricks. Okay, ich konzentriere mich. Salatdressing, Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Senf, oder? Fertig. Eigentlich. Okay, ich habe hier. Aber das Mischungsverhältnis ist ja auch noch eine Frage. Ja, okay, das ist dann wieder Geschmackssache, wie sauer einer möchte oder wie süß. Aber jetzt mache ich mal einen Teil Essig, sagen wir mal. Was nimmst du für einen Essig? Gerne Apfelessig aus der Heimat, aus Baden-Württemberg oder Balsamico Bianco, auf alle Fälle mild. Ah. Und das ist mein erstes Geheimnis. Entweder verdünne ich den Apfelessig mit Apfelsaft oder wie hier mit ungezuckerten Apfelmus. Wow. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das macht den Essiggeschmack ein bisschen freundlicher. Und das macht es auch, das wird wahrscheinlich so ein etwas sämigeres Dressing am Ende, oder? Ja, es bindet. Du kannst ja nachher Öl sparen. Ja. Dann nehme ich gleich noch ein etwas Feigensenf dazu. Das ist mein zweiter Tipp. Ich vergesse ganz das Essig. Ich gucke dir jetzt erstmal zu. Und der Feigensenf, der gibt schon ein bisschen wieder Ländle mit Orient. Ja, das war ja das Motto des heutigen Tages. Pfeffer? Ja. Mein Trick, ich habe den Pfeffer vorher ohne Öl in der Pfanne bei mittlerer Hitze angeröstet, dann treibst du dir diese Pfefferrohmen noch mal richtig in die Höhen. Und er wird noch kriegt noch mehr Wumms. Salz, Pfeffer. Ja. Jetzt fehlt noch was. Magst du Knoblauch? Unbedingt. Du auch, oder? Das hatten wir doch vorhin schon geklärt. Eine reicht. Ist frisch. So, okay, pass auf. Ich fange jetzt einfach mal an. Du fängst schon mal an. Und jetzt kommt mein Trick. Und zwar gibt es in jedem Supermarkt oder auf dem Markt immer Zitronen, Bio-Qualität. Und manche davon sind unreif. Ja. Oder haben so grüne Stellen. Und das sind meine Lieblingszitronen. Für Salatdressing muss man riechen. Und das mit Basilikum. Da kommt noch ein bisschen mehr Säure, mehr Frische durch, oder? Das ist wie Zitroneneis, weißt du, wie Zitroneneis im Sommer. Und jetzt pflücke ich jede Menge. Tatsächlich, das Ei öffnet sich nach unten. Jede Menge Basilikum stelle ich auf die Seite. Grob schneiden mit rein. Meine Hände sind übrigens gewaschen. Ist gut? Aber da kommt tatsächlich dieser Orient durch. Weißt du, so du fühlst dich ein bisschen wie auf dem Bazar. Ja, das ist, macht auf der Zunge richtig viel Spaß. Und auch, ich finde, diese Beilage da drin mit den Maultaschen, für mich ist es wirklich großartig. Erzähl mir doch noch mal kurz, während du dein Dressing zu Ende mixt, was ist denn dein nächster Einsatz fürs Fenle? Oder wann haben unsere Kaffee-der-Tee-Zuschauer wieder was davon? Am 10.9., also knapp 2 Wochen, an einem Freitag, können wir gemeinsam kochen. Das heißt, Gäste sind eingeladen, in ihrer Küche mit Petra Klein, also SWR1-Moderatorin Petra Klein, und mit mir zu kochen. Und da verrate ich ganz viele Tricks rund um das Thema Shakshuka und Salatdressings. Ach, mit anderen Worten, man könnte eigentlich auf unsere Homepage gehen, sich das Rezept, Zutaten runterladen und dann Livestream mit dabei sein, wenn ihr mit Zuhörerinnen und Zuhörern von SWR1 und unseren Zuschauern dann gemeinsam kocht. Genau. Großartige Geschichte. Mir hat das total Spaß gemacht. Ich finde, der Geschmack kommt sensationell rüber. Und beim Dressing kann ich noch nicht mitreden. Warte. Die Apfelnote kommt super durch. Spürst du beim Dressing immer noch? Merkst du die Zitrone? Ja. Das ist großartig. Mach ich total gerne. Jetzt kann ich dir zum Schluss noch ein kleines Kompliment machen. Ich habe ja im Vorfeld mit Janet Pollock ein bisschen geplaudert, ne? Auch sie fragte mich, ob ich ein paar Tipps hätte für dich. Und dann habe ich gesagt, aber gib mir doch mal einen Tipp. Was ist denn der Ebi überhaupt für einer? Sagt sie, das ist eine ganz coole Socke. Dem sagst du, mach und der macht. Also von daher, das ist genauso eingetreten. Vielen, vielen Dank. Gerne. Hat großen Spaß gemacht. Gerne wieder. Komm gerne wieder. Sag Bescheid, wenn du Zeit hast. Danke. Ebert Braun, vielen, vielen Dank.